Hier im Leventinertal, nahe Biasca, werden in einem nicht mehr gebrauchten Transportstollen der NEAT-Baustelle im Rahmen des nationalen Forschungsprogrammes NFP 70 Energiewende ein neues Speicherkonzept und dessen Wertschöpfungskette erforscht. Die zunehmende Verbreitung von Windkraft und Solarzellen bedeutet, dass es Zeiten gibt, wo zu viel Strom erzeugt wird und Zeiten, wo zu wenig Strom erzeugt wird. Das wiederum bedeutet, dass es notwendig ist, Strom speichern zu können. Eine solche Speichertechnologie sind Druckluftspeicher. Das Konzept der adiabatischen Luftkompression hat das Potenzial, bestehende Pumpspeicherkraftwerke in der Zukunft zu ergänzen und wird in dieser Pilotanlage weltweit zum ersten Mal getestet. Wir bauen gerade hier in einem stillgelegten Schutterstollen des Gotthard-Basistunnels die erste weltweite Pilotanlage eines adiabatischen Druckluftspeichers. Diese Speichertechnologie ist geeignet für die Speicherung von größeren Energiemengen und wir nutzen das Gewicht der Gebirge und des Gesteins aus, um die Druckluft speichern zu können. Und diese Technologie existiert schon seit längerer Zeit in Theorie, aber das ist die erste praktische Umsetzung weltweit. Und so funktioniert der adiabate Druckluftspeicher im Detail. Überflüssiger Strom wird in die Anlage geleitet und treibt über einen Motor einen Kompressor an, der Luft verdichtet. Die dabei entstehende Wärme wird in einem Wärmespeicher gespeichert. Die abgekühlte, verdichtete Luft wird im Stollen gespeichert. Bei Strombedarf wird die komprimierte Luft im Wärmespeicher erwärmt und zu einer Turbine geleitet, die über einen Generator Strom erzeugt. Damit hat das Konzept einen deutlichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Druckluftspeichern. Während bei existierenden Druckluftspeicheranlagen die Wärme, die während der Komprimierung erzeugt wird, verloren geht, nutzen wir einen Wärmespeicher, um diese Wärme zu speichern und dann für die Produktion des Stroms wieder zu nutzen. Dies steigert die Effizienz von 50%, die es heute gibt, auf über 70% bei unserer Technologie. Diese erhöhte Effizienz zusammen mit den relativ tiefen Produktionskosten macht die Anlage zu einem sehr vielversprechenden Kandidaten für die Stabilisierung des Stromnetzes der Zukunft. Das ist der Speicher. Eine wichtige Komponente der Untersuchung ist die Erforschung von Materialien für eine effiziente und langlebige Wärmespeicherung bei hohen Temperaturen. Diese sollen eine hohe spezifische Energiedichte haben, mit dem Wärmeträgermedium effizient Wärme austauschen, die Wärme nach der Speicherung mit konstanter Leistung freigeben und langlebig und günstig sein. Wir untersuchen zwei Speichermaterialien. Das erste Material sind Steine von etwa 2 cm Durchmesser. Diese Steine zeichnen sich aus durch eine gute Energiedichte. Sie ertragen hohe Temperaturen sehr gut und sind vor allem sehr günstig. Das zweite Material ist eine Aluminium-Silikon-Kupfer-Legierung, die in Stahlrohre abgefüllt ist. Und diese Legierung ist von uns von Interesse, weil sie eine recht hohe Energiedichte besitzt, nicht allzu teuer ist und bei der Schmelztemperatur von 525 Grad eine konstante Leistung abliefern kann. Hier haben wir die ganze Sensorik, die eingebaut wird. Stimmt das da? Das ist einfach, konkret sieht die Anwendung des ersten Speichermaterials in der Pilotanlage dann so aus. Der Wärmespeicher besteht aus einem Betoncontainer, welcher mit Steinen gefüllt ist und bis auf 525 Grad erwärmt werden kann. Das Potenzial für adiabate Druckluftspeicher in der Schweiz ist groß. Nicht mehr benutzte Kavernen und Stollen, aber auch Festungsanlagen könnten so eine neue Verwendung finden.